Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier von Transport Fever 2 auf dem Kanal von Blankenburg. Wir sind immer noch in der Live-Aufzeichnung, das heißt, wir haben dieses Mal wieder Live-Publikum dabei, das sich gerne freut, sich hier einzubringen. Ihr dürft natürlich in Zukunft auch gerne dabei sein, wenn ihr das möchtet. Und wir haben uns dazu entschlossen, hier so eine Steilkurve zu bauen und diese, ja, S-Bahn-Strecke hier etwas gediegener, um die durch die Schluchten zu führen, dass das so aussieht, als sei das quasi die ehemalige Bahnstrecke. Genau, mit zwischen... Ja, wir könnten natürlich noch einen Trick machen. Jetzt passt auf. Die S-Bahn-Strecke, die braucht ja nicht so unfassbar lange Bahnsteige. Wir machen Folgendes. Ich kürze hier einfach das Bahnsteigstück etwas ab. Um zwei Felder. So machen wir das. Und dann haben wir hier nämlich auch wieder ein bisschen mehr Luft. Dazwischen halt auf der anderen Stadtseite. Ja, das könnten wir theoretisch überlegen, dass wir hier drüben nochmal so einen kleinen Bahnhof hinsetzen. Das klingt doch vernünftig. Machen wir doch das. So, da nehmen wir einen kleinen 80 Meter Durchfahrtsbahnhof. Ja, wobei 80 Meter ist fast ein bisschen kurz. Wir machen 120. Der kommt hier drüben ran. Ja. Und dann schlängeln wir das Ganze so ein bisschen schön baumäßig an der Stadt vorbei. So, ich hoffe nur, dass das hier reicht. Ja, das können wir hier durchaus machen. Ich bin nur fast am Überlegen. Wollen wir das eher hier? Ja, ich finde das eigentlich ganz angenehm, wenn wir das so ein bisschen splitten. Ja, jetzt ist aber die Steigung zu groß. Sehr schade. So, dann also doch mit Automatik. Ja. So, da haben wir diesen halt. Und jetzt würde ich hier entlang der Straße gehen, die hier aber extrem steil den Berg runter geht. Da bläst mir wieder das Gebläse. Das müssen wir jetzt auch gleich mal fixen. Ja, das hier ist doch eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir hier so rüber gehen. Und dann bis hierher. Das sieht doch gut aus. Ja, und einen kurzen Tunnel. Ja, machen wir doch das so. So. Diese Seite schließen wir an. Jawohl. Na, jetzt landen wir hier mitten in der Prärie. Boah, das wird hier wieder spaßig, den Berg runterzukommen. Da müssen wir uns was überlegen. Ja, ich fand eigentlich die Lösung hier mit diesem kleinen Tunnel ganz schön. Wo kam denn die? Die kam hier. Ja, oder so. So ist es gut, ja. Ja. So, und jetzt müssen wir hier irgendwie den Berg runterkommen. Kannst du mir mal die Höhenlinien einblenden? Ja, kann er tun.
Und wir müssen ja dann hier drüben ran. Okay. Ja, können wir hier zumindest auf 70 erhöhen? Ja, kriegen wir hin. Auf 70 kommen wir hier. Perfekt. Ja, ich blende mir mal wieder die Höhenlinien aus. Das ist sonst schwierig. So, hier durch den Einschnitt. Das gefällt mir gut. Und ja, jetzt kommt hier wieder ein Viadukt. Aber bis wie weit? So vielleicht, hm? Ja, warum eigentlich nicht? Und dann hier im Bogen. Ja, hier kommt dann so ein kleiner Tunnel noch dazu. Ja. Und das war, glaube ich, das rechte Gleis, ja. Knapp über der Sandpiste. Ja, so viel Platz ist da nicht drunter. Also ich hoffe, da haben wir eine optisch ansprechende Streckenführung gefunden. Da hat mein Handy sich irgendwie aktiviert. Also ich hoffe, da haben wir eine optisch ansprechende Streckenfindung gefunden. Und ja, warum eigentlich nicht? So. Hier müssen wir jetzt hier rüber peilen. Ich würde sagen, da bauen wir auch erstmal die Schnellstrecke wieder. Da bläst wieder das Gebläse. Ich muss mir das gleich echt mal ansehen. Du freust dich schon auf die Mitfahrt? Ja, ich durchaus auch. Das machen wir gleich noch. Ja. So ist das gut. Da ist irgendwas komisch. Ich drücke hier mal eben Pause und nehme mal das Stück Straße weg. So, und hier habe ich noch nicht ausgebaut. Das müssen wir jetzt also machen. Halt, dann machen wir aber erstmal hier die Straße wieder fertig. Ja, ich mach mal eben noch den Tunnelbau hier fertig. Ja. Und dann machen wir, ziehen wir das hier auch noch gleich zu Ende. Perfekt. Da möchte ich gleich die andere Strecke ein bisschen drumherum führen. So, und diesen Teil halt, jetzt bin ich zu schnell, diesen Teil hier, den möchte ich nicht ausbauen. Stopp. Ich nehme hier diese Kurve weg. Hier auch. Ohne Tramgleis natürlich. Und zwar als Landstraße. Ja.
finde ich das ganz hübsch. Das passt doch ganz gut, denke ich. Das kommt hier direkt über dem Tunnel raus. Das macht, denke ich, was her. Tja, und jetzt? Achso, jetzt wollte ich hier noch den Bahnhof ausbauen. Moment. Und hier würde ich... Da ich das nicht unbedingt überkreuzen möchte, baue ich hier mal um. Ja. Da kommt nämlich die Hochgeschwindigkeitsverbindung hier drüben dran. Bläst wieder das Gebläse. Ich habe keine Ahnung, was da heute los ist. So. Wir bauen das so aus. Perfekt. Wir brauchen die Plattform. Ja. Perfekt, das wäre die Hochgeschwindigkeitsstrecke. So, jetzt kommt unsere Normalstrecke. So, die bekommt natürlich auch noch eine Plattform. Die bekommt natürlich auch diese Durchgänge hier. Da kommt hier einer ran. Hier. Und hier am Ende. Wir benötigen ein Dach. Hier, 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 hier. Na, jetzt. Jawohl. Hier. Noch eine Folge an der Zeit und wir können uns den Schnellzug leisten. Ja, das Geld wächst überraschend, muss ich sagen. So, und jetzt auch hier nehme ich mal eben die Straßenverbindung weg, damit wir hier nicht wieder diese komischen Hügel bekommen. So. Ja, da habe ich nicht richtig gezielt. Jetzt habe ich richtig gezielt. So. Damit wir hier, ja, wobei so eine Schnellbahntrasse, da können wir doch fast sagen, wir bauen da, wir untertunneln das ganze Vorfeld hier. Ah, Mist. Wo habe ich denn hier die Weiche angesetzt? Hier. Ja, perfekt. So. Ich nehme mal noch dieses Stück weg und dieses Stück und dann... Ja. Achso, wir sind noch pausiert, ja. Perfekt. So. Möchte ich hier eigentlich drüber führen? Da bläst mir wieder das Gebläse. Ja. Und
und da komme ich rüber, weil da möchte ich nämlich hier an diesem, an der Raffinerie vorbei. Da bauen wir allerdings, hätte ich gesagt, dass das hier nicht so klippt, so eine Stahlbrücke. Macht YouTube gar keine Vorschläge? Nein! Wir haben zwar einen Zuschauer, der hält sich allerdings bedeckt. Zumindest wird mir einer angezeigt. Das sieht doch hier ganz gut aus, oder? Naja, da fehlt irgendwie hier. So wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na? Setzt er mir jetzt? Ja, jetzt setzt er das und so einen schönen Stelzen drunter. Ja. Das sieht doch gut aus. Brauchen wir hier einen Güterbahnhof? Dazu nehme ich hier die Straße erstmal weg. Ups, nee, das wollen wir natürlich nicht. 160 und nee, den bauen wir selbst. Na, das alte Spiel, ihr kennt es ja schon. Wir müssen hier selbst ein Gleis ansetzen. So. Jetzt hoffe ich, dass das mit der Straßenlänge passt. Na. Mist. Wir gucken mal. Na, noch passt es nicht. Da müssen wir abkürzen. Reicht das? Nee, das reicht knapp nicht. Dann müssen wir hier noch weiter tricksen. Ist das Werksgelände. Jetzt müsste es auf jeden Fall passen. Ja, perfekt. So. Hier kommen Durchfahrtsgleise ran. Da war wieder mein Lüfter am Werk. Das schaue ich mir jetzt gleich nach dieser Aufzeichnung mal an. Und wenn wir jetzt schon gebaut haben, dann machen wir jetzt auch noch das, die Güterplattform hier ran. Hat er die jetzt gespeichert? Nein, hat er nicht. Gut, aber kein Problem. Wir vervollständigen halt hier das Gleis. Das hier können wir jetzt als Hilfsgleis wieder wegnehmen. Der Bahnhof ist momentan noch stillgelegt. Da werde ich also momentan erstmal nichts machen. So. Ich baue mit Oberleitung. Ja, das ist Absicht. Die Strecke ist auch elektrifiziert. Das habe ich schon die ganze Zeit. So, hier kommt wieder so ein kleiner Tunnelabschnitt. So, da brauchen wir wieder einen Güterbahnhof. Der wird hier direkt angeschlossen. So.
sind hier schon im modernen Teil der Welt angelangt. Da gibt es schon Oberleitungen. So, Gleise. Halt, stopp, falsch. Hier wollen wir ran. Ja. Ich nehme den Teil mal nochmal weg. So, und von hier müssen wir jetzt irgendwie wieder auf die andere Seite kommen. Tja, wie kriegen wir das jetzt hin? Wie kriegen wir das hin? Das ist ja hier alles sehr eben. Na, ich zieh das mal bis hier. Ja. Ne, da kommen wir nicht drüber. Bahnhof umgestalten. Ja, das wäre tatsächlich hier wahrscheinlich die erste Überlegung. Aber wir müssen ja hier drüben weiterkommen. Nee, wir müssen das schon so hinbekommen. Ich möchte jetzt aber hier ungern eine Kreuzungsweiche setzen. Oder sollen wir das machen? Haben das hier die örtlichen Gegebenheiten nicht anders zugelassen? Das ist übrigens hier das rechte Gleis. Was meint die Zuschauerschaft? Also wir könnten hier so eine Kreuzungsweiche setzen. Aber ich krieg's halt nicht drüber oder drunter. Die einzige Möglichkeit wäre theoretisch Überwurf, keine Kreuzung. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ich habe leider auch nicht diesen Überwerfungsbauwerken-Mod. Das wäre natürlich jetzt ideal hier. Mist, falsch. Ich bin gerade tatsächlich auch ob der fortgeschrittenen Zeit am Überlegen, ob wir das Ganze hier an der Stelle unterbrechen sollten. Und ich hole mir den Überwerfungsbauwerk-Mod. Und wir machen das auf die Art und Weise. Wir machen das so, es gibt in dieser Staffel eine Sonderfolge. Ich unterbreche an der Stelle ganz kurz, installiere mir den Mod und für euch Zuschauer geht es dann mit dieser verkürzten Folge morgen weiter mit dem Überwerfungsbauwerk und ja, dann mit einer Sonderfahrt mit dem neuen Zug. In diesem Sinne, dann bis morgen zur Sonderfolge. Freue mich schon, euer von Blankenburg.